Hallo liebe Leute, ich hatte heute einen richtig krassen Tag. Drei Stunden mit, mit dem E-Mountainbike unterwegs in den krassesten Gebirgen ganz alleine und auch noch in, in, in äh, Jagdzonen, die schlecht beschildert waren. Es wurde auch schon mal ein Tourist, zwei, ein Tourist wurde umgebracht in der Jagdzone in, in Frankreich aber äh, de, de, ich habe Fotos und Videos, aber ich bin jetzt so fertig und jetzt habe ich den ganzen Abend mit einer Yogalehrerin verbracht, wo wir gequatscht haben und ich bin so was von fertig. Aber ich dachte mir, ich gehe auf was etwas noch ein, weil ich habe auch unendlich viele toxische Metaframes heute wieder bekommen und ich gehe auch auf ein ähm, paar Sachen ein. Oh, ich bin so müde. Okay, also äh, Birgit Fischer hat mir geantwortet unter einem von meinen Videos. Ich muss mir das Video tatsächlich selber nochmal anhören, um zu wissen auch genau, was ich gesagt habe. Aber sie sagt, äh, sie lacht erstmal und dann sagt sie, also mit so einem Lachsmile und sagt sie, ich habe mich niemals als spirituell erwacht bezeichnet. Ein Interview und auch Videos sind Momentaufnahmen. Und da, aber mein Lieber, ich weiß, wie sich Schändung und Vergewaltigung anfühlt. Du auch? Ähm... Okay, und dann meine Videos mache ich zum zeigen, dass wir Menschen alle Hellsinne haben und dass wir alle unterschiedlich sind in dem, wie wir sind. Du hingegen wirfst alle in einen Topf, ohne zu wissen, was die eigentliche Berufung ist. Alles liebe dir. Also tatsächlich, dieses Du hingegen wirfst alle in einen Topf, ohne zu wissen, was die eigentliche Berufung ist, ist ein toxisch Metaframe. Weil äh, ich werfe definitiv nicht alle in einen Topf. Und ich denke auch durch mein spirituelles Erwachen sehe ich halt alles nochmal ein bisschen anders. Und dass Leute halt gereizt wirken auf meine Reactions oder oder auf ähm, was weiß ich, was ich mache im Internet, äh, auf YouTube, ist vollkommen normal. Ähm, und dass ich toxisch gemeta werde von allen möglichen Menschen, das, das wundert also mich überhaupt nicht. Und ich habe damit aber auch mittlerweile kein Problem mehr. Ähm. Ich, ich äh, möchte da nichts... Ähm, also ich weiß nicht, wie sich Schändungen und Vergewaltigung... Aber mein Lieber, ich weiß, wie sich Schändungen und Vergewaltigung anfühlt, du auch. Also als Tantra-Masseur äh, kann ich natürlich nicht sagen, dass ich eins zu eins weiß, wie sich anfühlt. Aber als extrem hochfühliger, empathischer Mensch und mit vielen vergewaltigten und misshandelten Frauen gearbeitet, äh, tue ich tatsächlich... Nehme ich diese Emotion auf und spüre tatsächlich dann im eigenen Körper sozusagen. Aber das ist, ich spüre dann quasi das Trauma und die Traurigkeit. Also nicht den Akt selber, aber ähm, nicht, nicht, ich sag mal so, ich, ich spüre dann ganz ziemlich genau, was halt in dem Körper abgeht, äh, um das Trauma zu lösen halt. Aber ähm, äh, das, das würde ich mir nicht anmaßen, natürlich zu sagen, dass ich weiß, wie ich das anfühlt, weil es mir selber nicht passiert ist. Aber das ist in sich so, so, so ungern ich das auch sage, aber es ist in sich auch ein toxisch Metaframe, weil, äh, weil äh, ich, ich da würde ich hergehen und sagen, weißt du, wie sich es anfühlt, zehn Jahre irgendwie Schmerzen zu haben? Ja, oder, oder weißt du, wie sich es anfühlt, dass irgendwie das oder das oder das und das. Das ist eigentlich in sich ein toxischer Metaframe, frame auch wenn ich natürlich jedem wünsche, dass er äh, sich von diesen Traumata befreien kann und anderen auch dabei helfen kann, sich von denen zu befreien. Und es ist tatsächlich mein Job, dass ich, was heißt mein Job? Ich nehme dafür kein Geld, aber dass ich noch eine Berufung, äh, Menschen äh, von diesen Traumata zu befreien. Also, ähm, da war Birgit Fischer doch sehr getriggert. Ähm, ich, ich glaube, ich habe in meinen Videos... Also ich stichle schon ein bisschen, aber ich tue nicht wirklich toxisch Metaframen. Ähm, sticheln tue ich schon ein bisschen. Und mit dem spirituellen Erwachen, ich bin halt da. Ich, ich bin nicht... Ich, ich ich weiß nicht mehr, was ich in dem Video gesagt habe, ganz ehrlich. Aber müsste ich echt noch mal nachschauen. Denn das mache ich morgen. Ähm, ich mache ja meinen mein Kanal, um... Um, um Menschen darauf hinzuweisen, dass es noch eine tief, viel tiefere Spiritualität gibt, als die, die momentan oftmals präsentiert wird. Und, ähm, und das ist halt das spirituelle Erwachen. Ich, ich würde auf keinen Fall jemanden toxisch Metaframe und sagen, äh, du bist nicht spirituell erwacht und deswegen, und du wirst nie spirituell erwacht sein oder sowas. Das würde ich auf keinen Fall machen. Jeder hat die. Möglichkeit, egal welches Alter, egal in welcher Situation, spirituell zu erwachen, das, dafür sind wir ja da. Und ich diese diese absolute Wahrheit, diese absolute spirituelle Wahrheit des spirituellen Erwachens, muss ich kommunizieren, weil das ja meine höchste Wahrheit ist, dass ich das anhand von Beispielen von Menschen mache, äh, ähm. Ist, ist halt ist, uh, the name of the game, sozusagen. Das ist halt, wie YouTube funktioniert. Und äh, da kommt man nicht drum herum. Ähm, äh, ja, deswegen, also no ill intent. Also, ich habe keine bösen Absichten, wenn ich das mache. Im Gegenteil, das, das verstehen viele Leute auch nicht. Im Gegenteil, ich habe eigentlich positive Absichten. Ich habe positive Absichten, indem ich aufrüttle und die Leute auf eine tiefere Ebene dann bringe etwas später vielleicht nicht sofort aber etwas später und ähm, dafür sind tatsächlich meine Videos da und ich ich selber habe ja wirklich aber ein Jahr gebraucht jeden Tag Muji gucken bis irgendwo mal das spirituelle Erwachen dann so kam so Boom das war so ein Moment so Klick und habe ich gesehen wow krass du bist nicht deine Gedanken also es war dann plötzlich die Gedanken. Und ähm, deswegen weiß ich, das passiert halt nur schrittweise. Und ich bin halt, ähm, ich bin nicht der Typ, das weiß ich ganz genau. Es gibt auch andere non-duale äh, Lehrer, die genauso sind. Ich bin nicht der Typ, der ein äh, non dualitäts macht. Ich sehe mich auch nicht als non dualitäts wirklich, aber... Äh, der ein Video nach dem anderen über Nondualität macht und, ähm, und dann auch noch dazu also Reichweite bekommt oder sowas. Ähm, mir macht es tatsächlich, ich mache das ja aus Libido-Selbstermächtigung vor allem und mir macht es Spaß und deswegen mache ich es, mir macht es Freude. Boah, ich bin so fertig, Leute. Ich werde dann so ein paar Bilder posten und ich habe so zwei, drei kleine Videos gemacht. Das war ein Tag. Das war ein Tag. Ich habe mir jetzt auch Magnesium gekauft mit Spirulina drin, ähm, weil ich ähm, äh, so ein bisschen mit meinem Augenzucken Probleme habe und ich hoffe mal, dass das Magnesium ein bisschen hilft und auch ein bisschen tiefer meditieren. Ansonsten, wenn das Augenzucken nicht weggeht, werde ich tatsächlich von YouTube eh erstmal eine Weile Abstand dann nehmen müssen, um meine Energien zu kalibrieren. Ähm, weil Videos machen dreht die Pingala-Energie auf. Und reden vor allem dreht die Pingala-Energie auf. Reden ist ist ein Energieverlust. Und dreht die Pingala-Energie auf. Oh, ich bin so fett. Das war so geil, Leute. Das könnte ich gar nicht vorstellen. Das war. Ich habe ja dieses E-Mountainbike mit diesen fetten Reifen. Ihr werdet auf Telegram werdet ihr das sehen. Und ähm Was sagt ihr? Ja. Ja, sagt einer, das wird Uniji gar nicht gefallen. Ähm, okay, ich, ich, das war so krass. Ich bin durch den fettesten Schlamm. Da waren, da waren so Löcher mit so viel Schlamm, so, so, so. 10, 20 Zentimeter und ich bin einfach durchgedüst. Das war so geil. Ich fühle mich schon wie so, wie so ein ah, einen Tag, drei Stunden unterwegs und schon fühle ich mich wie der krasseste irgendwie Uphill, Downhill, E-Mountainbiker. Aber ähm, ja, ich hoffe echt, dass ich gut schlafen werde. Um, ich komme jetzt, heute komme ich mit den Kommentaren definitiv nicht hinterher. Und äh, mein Englischkanal ist gut gewachsen, hat jetzt auch schon 23 Abos. Sehr, sehr geil sehe ich gerade sogar mein Thai-Kanal äh ja also kommt ins Telegram falls ihr meine meine Fotos und Videos dann sehen wollt wie ich jetzt unterwegs war ähm ja ich finde es interessant halt, dass ähm, Toxisch Metaframing halt so ich habe nebenbei, ich habe der Yoga Lehrerin heute in meinem schlechten Französisch habe ich erklärt, was Toxisch Framing ist und wie das mit dem Libido ist und so die war total hin und weg und fasziniert, die hat gesagt, boah krass krass krass, jetzt, die hat das wirklich nach und nach alles so verstanden sie ist tatsächlich auch Skorpion, aber leider leider spüre ich bei ihr keine chak starke Chakra Anziehung Sie ist eine wahnsinnig nette Person, aber es wird wahrscheinlich nichts äh, werden. Boah, ich bin jetzt so fertig, obwohl ich Bock hätte, ein Video nach dem anderen zu machen. So, ähm. Ja, also wie gesagt, auch zu Birgit Fischer, ich meine das wirklich nicht böse, meine Reaktionsvideos. Das ist einfach nur. Ähm, das ist so, ich nehme einen Impuls. Ein, ein, eine Inspiration. So ein Video ist für mich eine Inspiration und transformiere es dann in, wenn ich mal so, 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 so nett sein darf, in, äh, in mein spirituelles höchste Erkenntnis. Also ich reflektiere das in, in, und dann mache dann meine größte Erkenntnis draus. Äh, und normalerweise spreche ich immer Fakten. Ähm... Ich versuche. Ja. Nee, ich, wir, wir lassen es jetzt. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen.